Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es passiert mir immer. Es passiert mir immer. Ja. Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Video für euch, was nicht für jedermann, glaube ich, ist. Ich weiß, dass es hier einige gibt, die das mit den Lockensachen überhaupt nicht interessiert und das ist auch in Ordnung. Aber dennoch möchte ich euch heute ein Produkt vorstellen, was ich testen durfte in einer Kooperation, deswegen wieder Werbung. Und möchte euch ein bisschen was darüber erzählen. Also wenn ihr Bock darauf habt, zu sehen, was ich hier getestet habe, dann bleibt dran. Zuerst mal möchte ich euch gerne ein frohes Weihnachtsfest wünschen, weil wenn ihr das Video seht, also nicht wenn ich es drehe, haben wir den ersten Weihnachtstag, da werde ich es nämlich online stellen und deswegen von mir nochmal frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, ihr hattet gestern Abend einen schönen Abend und habt auch heute einen schönen Tag. Und ja, das ist auch das erste Video mit meinen neuen Haaren. Ihr seht es vielleicht, ich war ja beim Friseur, ich hatte es euch angekündigt. Und wie gesagt, das wird das erste Video sein und ich bin so zufrieden, Leute. Das muss ich einfach loswerden. Ich bin so glücklich, ja, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr mich länger verfolgt, dass ich lange, lange mit mir gehadert habe und gedacht habe, blond schädigt die Haare, aber du möchtest gerne blond bleiben. Und wie kannst du das machen? Und ich habe jetzt mein optimales Ergebnis erzielt. Das sehe ich hier am Ansatz. Ihr wisst, der war ja ordentlich rausgewachsen. Und zwar nennt sich die ganze Sache Painting. Das macht nicht jeder Friseur, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, aber ich habe einen gefunden bei mir ganz in der Nähe, dank einer Arbeitskollegin, die mir die empfohlen hat, die das machen. Ja, und sie hat das wunderbar gemacht. Also ich bin so happy, die Haare fallen wieder ganz anders, ihr seht das, ich habe Volumen, ich habe Lymphmähne, ich freue mich, ja. Und passend dazu, wie gesagt, habe ich heute das Video für euch. Und zwar habe ich die Curly Box getestet. Ja, so sieht die aus. Die kommt in diesem Karton. Ich habe die auch schon geöffnet. Ich habe euch auch ein Unboxing bei Instagram gemacht schon, als ich die gestern bekommen habe. Aber ich möchte euch die hier auch nochmal zeigen, weil ich eben weiß, dass einige auch kein Instagram haben, was auch für mich vollkommen in Ordnung ist. Deswegen hier auf beiden Wellenlängen, Kanälen, wie auch immer, zeige ich euch dieses wunderbare Stück, weil ich einfach, ja, ich bin begeistert. Ich habe heute mit den ersten Produkten auch meine Haare gewaschen und gepflegt. Ich habe es heute wirklich, wirklich einfach gehalten. Also ich habe 3 Produkte insgesamt benutzt. Das ist für mich wow, ja. Und dann so ein Ergebnis zu haben, solche schönen springenden Locken, ja tatsächlich, das sind ja fast schon keine Wellen mehr, sondern jetzt reden wir wirklich von Locken und es ist annähernd wirklich das Ergebnis, was ich früher hatte mit Lockenstab, ja, und das habe ich jetzt alleine nur durch Waschen, Pflegen und ein bisschen Gel reinkneten erzielt und natürlich diffusen, ne? Aber ja, ich bin begeistert, ihr hört es raus, I love it, ja. So, jetzt geht's, jetzt legen wir mal los. Ich zeige euch die Box und zwar, wie gesagt, die Curly Box. Die kommt so verpackt. Die achten auch darauf, muss ich sagen, dass das Ganze umweltschonend ist. Sogar dieses Papier, dieses Klebeband, was ihr hier seht, was ich schon aufgerissen habe, besteht aus Papier, so war das, um die Umwelt einfach zu schonen. Und ihr findet hier auch, wenn ihr das aufmacht, mache ich das mal auf, auch keinen weiteren Karton, sondern direkt ein recyceltes Umweltpapier sozusagen, wo das Ganze eingepackt ist, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut, dass es wunderbar verpackt ist und ja, eine kleine Überraschung, die ihr euch jeden Monat quasi selber machen könnt. Ich erzähle euch kurz was zum Konzept der Curly Box. Es gibt diese Curly Boxen schon etwas länger, allerdings nicht in Europa, sondern beziehungsweise nicht in der EU, müssen wir ja mittlerweile sagen, sondern in Amerika und in England. So. Und eine Dame aus Österreich tatsächlich hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Box zu entwickeln mit 100% safen Produkten. Das heißt für euch und ganz besonders für Anfänger, daran richtet sich das meiner Meinung nach, aber auch für die Fortgeschrittenen, dass ihr keine Suche mehr tätigen müsst nach Inhaltsstoffen. Ich weiß, dass viele mir immer schreiben, oh, das ist so kompliziert und das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, das ist es tatsächlich und man muss sich da wirklich reinhängen. Und für alle, die anfangen vielleicht oder die schon länger dabei sind und trotzdem keinen Bock darauf haben, könnte das wirklich ein Konzept sein, was funktioniert. Ihr bekommt hier ausschließlich Full-Size-Produkte. Und zwar sind das
sechs an der Zahl, die ihr bekommt, für einen Preis von einmalig 39 Euro. Also das heißt, wenn ihr diese Box einmalig kauft, ohne ein Abo, bezahlt ihr 39 Euro. Das ist dann ein bisschen gestaffelt. Wenn ihr sie abonniert monatlich, was aber monatlich kündbar ist, dann zahlt ihr 35 Euro. Und so staffelt sich das immer weiter runter. Schlussendlich zu einem Preis kommt für ein Jahresabo. Das zahlt ihr dann aber auch tatsächlich auf einmal die Summe von pro Box 29,75. Also für alle Sparfüchse unter euch, die sagen, das könnte was für mich sein und ich möchte was sparen und ich möchte mir keine eigenen Produkte mehr kaufen, sondern mich beschenken lassen, sozusagen, jeden Monat oder überraschen lassen, für die könnte das etwas sein. Ja, darüber hinaus gibt es zwei Arten von Boxen. Das könnt ihr bei der Anmeldung wählen und das könnt ihr, so wie ich das verstanden habe, auch immer wieder switchen. Es gibt einmal die Box für feine Haare und einmal die Box für dicke Haare. Das finde ich sehr, sehr gut, dass sie das aufgegriffen hat, weil nicht jede Haarstruktur verträgt jedes Produkt, wie wir vielleicht wissen. Gerade feine Haare sind sehr, sehr pingelig und kleine Mimis, ne? Die vertragen nicht alles und die wollen auch nicht alles. Die sind teilweise dann wirklich platt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und deswegen finde ich es umso besser, dass es tatsächlich zwei verschiedene Boxen gibt und dass ihr da wählen könnt. So, jetzt genug gequatscht zu den Formalitäten. Beziehungsweise eins habe ich noch für euch. Bei Instagram habe ich es nämlich auch schon vergessen. Ich habe nämlich tatsächlich einen 10%-Code für euch. Die liebe Melanie, die Erfinderin der Box, die das auch alles alleine auf die Beine stellt, also wirklich Chapeau an dieser Stelle, dass sie das alles so rockt als Frau alleine. Ich finde das klasse. Hat mir einen 10%-Code gegeben für euch bei einer einmaligen Bestellung. Und nämlich mit dem Code Vanessa10, den ich euch hier unten einblende. Wie gesagt, bekommt ihr 10% auf eure Curlybox, wenn ihr sie denn bestellt. So, den Shop verlinke ich euch natürlich auch unten. Und jetzt würde ich sagen, haben wir wirklich alles. Und wir öffnen mal diese Box, beziehungsweise ich zeige euch einfach mal, was in der Dezemberbox war. Ja, wie gesagt, wir machen das auf. Das kommt in einem Karton, habe ich euch schon gezeigt. Dann habt ihr hier dieses Klebchen. Und dann kamen mir erstmal jede Menge Karten entgegen. Einmal von der Curlybox selber, die, by the way, wunderschön gestaltet ist mit diesen Kugeln. Also sie macht das wirklich mit sehr viel Liebe und Hingabe. Ich mag das ja sowas, ne? Ihr wisst das, ihr kennt mich, dass ich sowas auch schätze. Und auf dieser Karte hinten drauf stehen die ganzen Dinge, die in dieser Box vorhanden sind. Wie gesagt, 6 Full-Size-Produkte sind es. Die kommen aus unterschiedlichen Bereichen übrigens, also Styling, Pflege und auch Tools hat sie auch. Und falls ihr ganz blutiger Anfänger seid, hat sie sogar auch noch eine Anfängerbox, habe ich gesehen. Und die Produkte, die diesen Monat hier drin waren, waren wirklich, wirklich geil. Kann ich euch sagen. Ich bin traurig fast ein bisschen, dass ich das letzten Monat nicht schon gemacht habe, weil letzten Monat waren nämlich Flora & Curl Produkte drin und das ist eine Marke, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich euch bei Instagram schon gesagt, die mich unheimlich reicht, aber vielleicht habe ich ja nochmal eine Chance. Das wird nicht meine letzte Curly Box gewesen sein. Ich bin wirklich, wirklich angetan, ihr hört es raus und deswegen überlege ich ernsthaft, ob ich mir das nicht nächstes Jahr einfach mal schenken soll, sozusagen, und das einfach mal ausprobieren soll, ja. Wir machen weiter mit einer Karte und da ist ein ganz süßer Pinguin drauf und damit hatte sie mich ja sofort, ne? Ihr wisst das, dass ich Pinguin und Eisbären und Delfine sind meine absoluten Lieblingstiere, I love it, und ja, dieser süße Pinguin mit den Skiern, der ist einfach, ja, der Knaller. Ich muss mal meine Birne aus dem Bildschirm holen, weil sonst fokussiert das nicht. Steht frohe Weihnachten drauf, ist eine Postkarte und die ist auch leer. Das heißt, ihr könntet sie auch ja, wiederverwenden. Da bald schon Weihnachten ist, wenn ich das Video drehe, werde ich die dann nächstes Jahr wahrscheinlich verwenden. Oder vielleicht hänge ich sie mir auch einfach auf. Ihr wisst das ja, ne? Ich sammle Karten. Ja, dann habt ihr hier eine Broschüre von Judith Williams. Und das sind auch Produkte, die drin sind. Das kann ich euch schon mal verraten. Und by the way, ich wusste gar nicht, dass Judith Williams Haarprodukte herstellt. Und schon gar keine Haarprodukte, die safe sind tatsächlich. Die Spülungen sind aber offenbar safe. Das Shampoo, da schreiten sich die Geister. Also meine Quellen sagen, das ist, ich würde es mal in die Kategorie Low-Poo einstufen. Also für alle, die Low-Poo verwenden und die sagen, ich mache mir keine Angst, so, ich mache mir keine Bange vor Sulfaten, die nicht so schädlich sind, für die könnte das was sein. Aber hier ist, wie gesagt, die Spülung drin. Aber mehr dazu, ja, dann später, wenn ich dann endlich mal fertig bin. Und das ist das Letzte, was drin war. Und das ist Flora & Curl. Ich sprach gerade davon. Und zwar bekommt ihr da 5% auf alles bis zum 31.12. mit einem Code von Curlybox in dem Shop bioamazing.de. Ja, die vertreten wohl auch
Flower & Curl. So, jetzt kommen wir zum Inhalt und da fange ich als erstes mit einem Produkt von Judith Williams an. Und das ist weder eine Spülung noch ein Styling, sondern ein Reparaturhaarserum tatsächlich. Und auf dieser Karte schreibt sie zu diesem Produkt, die sind nämlich immer, ja, erklärt quasi auf der Karte, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und ja, die sind auch, und die Anwendung wird auch erklärt, was ich super finde. Gerade bei englischen Produkten, die ja auch drin sind, oder amerikanischen Produkten, hat man oftmals das Problem, dass es nur auf Englisch draufsteht. Und es gibt nun mal einige, die können kein Englisch, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Und für die könnte das wirklich eine große Hilfe sein, dass sie dann wissen, wie sie das Produkt auch anwenden. Weil auch da kann man Fehler machen tatsächlich. Wie ich in dem, ja, fast ein Jahr, wo ich jetzt ein Curly Girl bin, quasi gelernt habe. Ja, wir fangen an mit dem Haarserum, bevor ich hier gar nicht mehr fertig werde. Und zwar ist das ein Reparaturhaarserum. Das ist ein Leave-In-Reparaturserum, schreibt sie. Und es schenkt dem Haar neue Stärke. Das ist super, weil mein Haar ist oft, ja, hängt es runter, heute gar nicht. Also heute ist es schön fresh. Aber ja, sonst habe ich damit auch schon ein paar Probleme mit Build-Up und so. Und das Serum repariert das Haar mühelos von der Wurzel bis in die Spitzen. Und das ist auch dafür gedacht, dass man es quasi eine kleine Menge auf die Kopfhaut aufträgt, einmassiert und dann auch die Textur in die Haarspitzen zu verteilen und es dann auch nicht ausspült. Also es ist tatsächlich kein Pre-Boo, würde ich fast sagen, sondern tatsächlich ein Post-Boo. Oder wie nennt man das dann? Also etwas, was man danach anwenden kann, um die Haare zu pflegen und zu reparieren. Gerade wenn man blondiert ist wie ich, könnte das vielleicht eine gute Sache sein. In diesem Serum befinden sich 125 Milliliter im Übrigen. Und es kostet 4,95 €, wenn ihr es im Laden kauft. Wir riechen mal dran. Es riecht, ja, ich würde sagen süßlich, seifig, aber nur so ganz leicht. Es hat einen angenehmen Geruch, der mir auf Anhieb wirklich gefällt, der meiner Nase gefällt. Und das ist ja schon mal die halbe Miete, ne? Dann ist er. Ja, das zweite Produkt von Judith Williams ist eine Spülung, und zwar eine Volumenspülung, Akazien Kollagen. Und diese Spülung hat 300 Milliliter, das ist wirklich eine große Flasche, ihr seht das. Und die kostet 5,95 €, wenn ihr die im Laden kauft. Die Boost-Formel der Spülung mit Akazienkollagen und Bambusextrakt pflegt das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen. Sie pflegt die Haare langanhaltend und schenkt einen unbeschwerten Schwung. Ja, das höre ich sehr gerne. Wie gesagt, ich brauche schon ein bisschen Pflege, aber ich brauche keine Pflege, die meine Haare runterzieht. Das brauchen meine Haare auf keinen Fall und von daher könnte das auch ein Produkt sein, was für mich funktioniert. Ja, das nächste Produkt ist ein Tool und das habe ich schon aufgemacht. Wie gesagt, ich hatte die Box ja schon geöffnet, das hatte ich euch gesagt. Und zwar ist es ein Hair Towel aus Mikrofaser. Ich hatte euch ja gesagt, dass nicht nur Produkte drin sind, sondern auch Tools in der Box, was ich sehr gut finde, by the way. Weil, ja, auch bei Tools weiß man oftmals nicht, worin investiere ich oder was lasse ich lieber. Und wenn man sich dann überraschen lassen kann und weiß, dass man das auch zu 100% gebrauchen kann, finde ich das super. Das ist das Moshi Moshi Mind Mikrofaserhandtuch. Und dieses Mikrofaserhandtuch kostet, haltet euch fest, 20 €, wenn ihr das kauft. Also ich konnte das kaum glauben, als ich das gelesen habe. Aber ja, Mikrofaser kann tatsächlich sehr teuer sein. Es ist kein Handtuch, sondern ein Turban. Was ich wiederum, ja, sehr gut finde, weil viele bevorzugen ja diese T-Shirt-Plop-Methode. Ich muss sagen, ich bin ja davon ganz weg, weil das meine Haare auch einfach beschwert und platt macht. Aber um sie vielleicht kurz anzutrocknen, während man sich eincremt nach dem Duschen oder Baden, finde ich das keine schlechte Sache. Ja, weiter geht's. Und ich habe hier immer Krieg mit dieser Locke. Ne? Die, ihr seht das, die macht, was sie will. Aber das ist typisch für Locken und Wellen, die machen eben, was sie wollen. Ich muss das einfach mal akzeptieren. Ja, weiter geht's mit einem Produkt. Und das kannte ich noch gar nicht, die Marke. Das ist auch sowas, dass ihr Marken vielleicht kennenlernt. Einfach mal ganz unkonventionell, ohne dass ihr vielleicht etwas darüber wusstet. Und so geht's mir, wie gesagt, mit der Marke. Ich bin so, so gespannt, wie die ist. Das ist Naturkosmetik wohl. Und das ist ein Conditioner und ein Detangler. Ja, also zum Pflegen und zum Entwirren. Und das schreibt sie auch hier. Der Conditioner und Detangler mit tiefenwirksamen Nähren im Kokosöl sorgt für optimale Kennbarkeit. Er ist federleicht formuliert und enthält einen Komplex aus Hafermilch sowie Arganöl, der kräftigend wirkt. Er ist frei von Duftstoffen sowie ätherischen Ölen und somit auch für empfindliche Kopfhaut geeignet. Das ist auch ganz wichtig, ne, dass sie dann auch an die Leute denkt, die das vielleicht nicht so vertragen, diese parfümähnlichen Sachen. Und ja, somit ist an alle gedacht, finde ich. Und das finde ich super. Ne? Ist auch wieder ein Allround-Produkt. Ne? Viele benutzen ja auch Spülungen als Leave-In und die nehmen dann einfach weniger. Ich finde immer, man sollte es möglichst einfach halten. Ja, das sagt die, die gefühlt 10.000 Haarprodukte in ihrem Bestand hat. Aber
Ja, in dem fast ein Jahr habe ich gelernt und das habe ich auch heute wieder gesehen. Keep it simple funktioniert. Auf jeden Fall, Leute. Es ist nicht so schwer. Man denkt immer Locken, ah, da brauchen die brauchen Pflege und die brauchen Pflege, aber sie brauchen die richtige Pflege. Und die könntet ihr vielleicht hier in dieser Box, wie gesagt, für euch finden. Ja, und die letzten beiden Produkte, die Full-Size-Größen, die hier drin waren, die haben mich absolut vom Hocker gehauen. Und das sind auch die Produkte, mit denen die ich heute verwendet habe. Und zwar sind das die Buclem-Produkte. Ja, Buclem ist auch eine Marke, die ich schon so, so, so lange testen wollte einfach. Aber A hat mich der Preis immer abgeschreckt und B, dass man die halt nicht überall bekommt. Und C auch ein bisschen, dass viele Leute oder einige Leute sagen, die funktionieren für meine Haare einfach nicht. Und bei einem Preis für den Conditioner von 23 Euro für 300 Milliliter und bei dem Gel für 25 Euro für 300 Milliliter überlegt man sich das natürlich. Wenn man das aber in einer Box bekommt und das mal testen kann, sozusagen finde ich das eine super Sache. Zumal, das habe ich auch noch nicht erwähnt, das ist nämlich seit heute quasi, habe ich das gesehen. Sie hat eine Facebook-Gruppe aufgemacht, beziehungsweise zwei Facebook-Gruppen aufgemacht. Die werde ich euch auch versuchen zu verlinken. Für alle, die diese Curly-Box monatlich bekommen und die vielleicht Produkte dabei haben, was ja immer passieren kann, die nicht funktionieren, gibt es eine Art Tauschbörse. Finde ich eine super Sache, by the way, weil so kann man die Produkte, die man vielleicht nicht benutzt, loswerden und kann sich dafür vielleicht die Produkte beschaffen, auch in der Box waren, die man vielleicht super gut fand. Ja, also als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dieser Spülung total nicht klarkomme und sage, ey, das ist überhaupt nicht meins, ich liebe aber hier dieses Gel oder beziehungsweise den Conditioner, dann kann ich anfragen in dieser Gruppe quasi, ob man das gegen das tauscht oder ob ich einfach das abkaufen kann für einen verminderten Preis, was ich sehr, sehr gut finde. So schmeißt man keine Produkte weg oder muss sie zweckentfremden, weil die sind teuer genug und kostbar genug, diese Produkte. Und deswegen, ja, super Idee von ihr, da noch so eine Gruppe aufzumachen, damit man da tauschen kann. Wie gesagt, diese beiden Produkte waren drin. Das ist der Oberknaller. Ich habe mich da mega drüber gefreut und deswegen habe ich die heute auch direkt angewendet. Das ist tatsächlich ein Drei-Produkte-Haar, was ihr heute seht. Und zwar habe ich erst den Conditioner angewendet. Den habe ich ganz normal in die Länge gegeben, habe das entwirrt. Und anschließend habe ich das Gel reingeknetet. Ich habe wohl gemerkt bei dem Gel, dass das nicht hält. Da steht auch darauf, dass das ein Gel mit Medium Halt ist, also mit mittlerem Halt. Das reicht mir einfach nicht. Ich brauche ein Gel, zumindest als Topping sozusagen, was sehr stark hält. Deswegen habe ich mein Holy Moly erfunden sozusagen, was dem L.A. Giovanni Hold Gel so ein bisschen nachempfunden ist, für diese Anlässe oder für diesen Zweck einfach gedacht ist. Und das habe ich mir, wie gesagt, darüber gegeben und das kam dabei raus und I love it. Was soll ich sagen? Ich hatte, glaube ich, schon lange, lange, lange nicht solche geilen, springenden Locken, die mich so mit Freude erfüllt haben, wie sie das heute tun. Das passt super, ne? Wenn ich euch eine Curly Box vorstelle, dass die Locken so geil sind. Aber ja, klappt nicht immer. Manchmal ist es auch der Vorführeffekt, aber heute haben wir Glück, ja, oder ich habe Glück. Ich lese euch auch gerade noch mal vor, was sie zu diesen Produkten schreibt. Und zwar, der Conditioner ist ein ultimativer Feuchtigkeitsboost für deine Locken. Die einzigartige Formel dringt tief in die Haarschicht ein und spendet mit kaltgepresstem Kokos- und Arganöl Feuchtigkeit, ohne die Locken zu beschweren. Es sorgt für softe Locken und Glanz. Und das kann ich auch bestätigen. Ich habe den heute, wie gesagt, angewendet. Ich muss sagen, der hat nicht den besten Slip. Also zum Entwirren, wenn ihr wirklich Conditioner sucht zum Entwirren, da würde ich den nicht unbedingt empfehlen. Aber wenn ihr ein feuchtigkeitsspendendes Produkt sucht, was nicht beschwert und was eure Locken nicht runterhängen lässt, was sie aber trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt, dann ist das, glaube ich, euer Produkt. Ich habe lange, 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 das wisst ihr, nach einem Produkt gesucht für mich, was meinen Haaren Feuchtigkeit gibt, weil sie brauchen ab und zu Feuchtigkeit, nicht nur Proteine, was aber nicht so beschwert. Und habe da in der Drogerie bin ich nicht fündig geworden. Und auch in den teureren Regionen habe ich da nie so wirklich was gefunden, was für meine Haare passt. Und ich glaube, dieses Produkt wird passen oder könnte passen. Wie gesagt, nach einem Mal kann man das nicht so pauschal sagen. Da bin ich auch vorsichtig, aber nach dem einmal kann ich euch sagen, dass sich meine Haare gut angefühlt haben, dass sie sich gut gekringelt haben, auch im nassen Zustand. Und das ist immer so ein Indikator, wenn sie sich bündeln, ne, im nassen Zustand gut, dass man was richtig gemacht hat. Und ja, ich glaube, ich habe mit dem Produkt etwas richtig gemacht. Man braucht davon auch nicht so viel. Es hat einen angenehmen Geruch. Ich muss sagen, die riechen wirklich gut. Das riecht so ein bisschen nach Mango, Orange, würde ich sagen. Und das Gel riecht zitrig. Ja.
Das ist sehr dünn formuliert, das Gel. Deswegen habe ich mir auch schon von vornherein gedacht, dass das nicht funktionieren wird mit uns allein. Aber ja, das macht ja auch nichts. Ne? Man kann Produkte ja auch schichten oder kombinieren. Das habe ich in dem fast ein Jahr gelernt. Und dieses Produkt mit meinem Holdy Moldy war wirklich der Knaller. Ja, wie gesagt, ihr seht das Ergebnis. Ne? Ich glaube, Bilder sprechen da mehr als 1000 Worte. Und ich bin damit wirklich, wirklich zufrieden. Ja, es ist von der Formulierung her, würde ich sagen, so ein bisschen wie das Bounce Curl Light Cream Gel. Und es hat auch nicht so einen Halt wie das. Also das Bounce Curl Gel macht mir auch schöne Locken, aber die halten eben nicht. Das habe ich lange Zeit bemängelt und ich dachte so, okay, dann lasse ich das weg. Aber mit einem gut haltenden Gel, das muss auch nicht das Holy Moly sein, sondern es kann auch ein gekauftes sein, wie gesagt, da hält das ganz gut. Ja. Das zu dem Gel. Ich zeige euch oder ich lese euch noch vor, was sie dazu schreibt. Und zwar: Das beliebte feuchtigkeitsspendende Gel spendet deinen Locken und Wellen optimale Feuchtigkeit, ohne sie zu beschweren oder zu verkleben. Es hat eine serumartige Konsistenz, welche es sehr leicht im Verteilen macht. Das Curl Defining Gel sorgt für einen Cast und deine Locken in ihrer Form zu behalten. Ein Cast hat es bei mir nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es auch nicht ganz antrocknen lassen. Ich habe ja danach noch mein Holy Moly drüber gegeben. Deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht nachher einen Cast erzeugt hätte. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja, und das war's mit den Full-Size-Größen. Und dann war noch eine Sache dabei. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist ein kleines Geschenk quasi, was sie dazu gepackt hat zu Weihnachten. Finde ich voll süß. Und zwar eine kleine Probe des Orange Marmalade Flaxseed and Aloe Curl Definer. Ja. Das ist dieses Gel oder dieser Curl Enhancer, wo alle bei Instagram mich immer fragen, ist das dein Valley Jelly ein Dupe dazu? Das heißt, bin ich jetzt, wie gesagt, schon öfters gefragt worden und ich konnte euch diese Frage nie beantworten, weil ich hatte dieses Zeug nicht. Jetzt habe ich aber eine kleine Probe und kann das für euch testen und das werde ich auf jeden Fall tun, um euch zu sagen, ob mein Valley Jelly, wie gesagt, ein Dupe sozusagen zu diesem gehypten Produkt ist, was so viele lieben. Ja, Mädels, somit wären wir bei einem Gesamtwert dieser Dezemberbox von über 90 Euro, wenn ihr diese Produkte alle zusammenrechnet und was die kosten. Und ich finde, in Anbetracht der Tatsache, dass die Box 39 Euro im Einzelverkauf kostet, wenn ihr sie also nur einmal kauft, sozusagen, könnt ihr da schon sparen. Weil dieser Wert der Produkte, die hier drin sind, übersteigt den Wert der Box, was ihr bezahlt, schon über das Doppelte, wenn ihr sie nur einmal kauft. Und wenn ihr sie mehrmals kauft oder auch im Abo 3, 6 oder 12 Monate, sodass sie dann am Ende nur noch unter 30 Euro kostet. Und ich finde, dafür kann man das mal testen auf jeden Fall. Auch für 39 Euro, wie gesagt. Weil der Wert dieser Produkte, die sich hier befinden, übersteigt den Wert dieser Box um Welten, wie auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Und ja, deswegen testet es ruhig aus. Ich finde es gut und kann es euch wirklich ruhigen Gewissens empfehlen. Wie gesagt, ihr hört es, glaube ich, raus. Ich bin wirklich begeistert und es wird nicht meine letzte Box gewesen sein, das kann ich euch sagen, weil ich finde dieses Konzept einfach super. Natürlich hat man dann jede Menge Full-Size-Produkte und wenn man was nicht mag, wie gesagt, dann hat man es rumstehen. Aber durch die Gruppe, die sie eröffnet hat, kriegt das Ganze wieder einen anderen Dreh, meiner Meinung nach. Und man kann die Produkte ja loswerden, quasi auf dem schnellen Dienstweg, wenn man so will. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal, liebe Melanie, dass ich das testen durfte, dass sie mich angeschrieben hat und dass sie befunden hat, dass ich die Richtige bin, um das Ganze vorzustellen. Das freut mich unheimlich, dass du das Vertrauen in mich hattest. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, für alle, die auch Curly Girls sind, ob sie diese Box auch schon getestet haben oder ob sie die abonniert haben schon vielleicht, weil ich weiß, es gibt da einige. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haltet die Öhrchen und die Löckchen steif, Mädels, und wir sehen uns. Tschüss. Ja, Mädels, und was soll ich sagen? Ich habe schon wieder was vergessen zu erwähnen. Und zwar nach Deutschland und nach Österreich liefert sie im Übrigen versandkostenfrei. Also die Box, da zahlt ihr dann im Monatsabo 35 Euro. Die Versandkosten entfallen. Und in den restlichen EU-Ländern betragen die Versandkosten 8,90 Euro. Das ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen für alle, die vielleicht nicht aus Deutschland oder aus Österreich kommen, sondern aus der Schweiz. Da gibt es ja auch sehr viele Curlys, dass ihr da Bescheid wisst. So, und jetzt. Arrivederci.